Hallo und willkommen zu meinem neuen Video, heute mit einer neuen Rezension und zwar zu Legend Fallender Himmel von Mary Lou. Dieses Buch ist im Löwe Verlag erschienen und hat 364 Seiten. Legend ist der erste Teil einer Trilogie. Ich habe bisher auch nur den ersten gelesen und ich denke, die meisten haben schon mal was von Legend gehört, aber ich werde trotzdem noch was zum Inhalt sagen, weil vielleicht ja auch nicht. Und zwar trifft man hier auf die beiden Charaktere June und Day. Das Ganze ist auch aus abwechselnd ihrer Sicht geschrieben. Einmal June, einmal Day. June ist sozusagen ja, so ein besonderes Wunderkind der Republik dort, des Regimes. Also sie ist bei einem Test, den es dort gibt, hat sie ziemlich gut abgeschnitten, beziehungsweise als Beste bisher, als Einzige mit voller Punktzahl. Und sie soll nach einem Verbrecher suchen, und zwar nach Day. Denn Day ist sozusagen das Äquivalent zu ihr. Day ist ein, ja, nennen wir ihn mal, ja, ich glaube, er ist wirklich so ein Meisterdieb, könnte man sagen. Auf jeden Fall, es ist so ein, dass er sehr viele Verbrechen dort begangen hat, ihn bisher keiner erwischen konnte, er ihm immer einen Schritt voraus ist. Und sozusagen wird June dann auf die Spur von Day geschickt. Da gibt es natürlich ein paar unvorhergesehene Komplikationen. Ich möchte nicht so viel verraten, wie hier draufsteht, weil ich etwas selber, also ich habe das selber vorher nicht gelesen, was da steht, vor allem im Klappentext drin. Und ich würde euch empfehlen, das auch nicht zu lesen, weil ihr kriegt schon was mit, was ihr sonst noch nicht wisst. Und das finde ich eigentlich, das überrascht einen ein bisschen, wenn man es noch nicht gelesen hat. Und deswegen lest es besser nicht, den Klappentext nochmal. Genau. Grundlegend habe ich bei dieser Geschichte weniger an eine Dystopie gedacht, was er ist, sondern im ersten Moment total an Mr. und Mrs. Smith, weil ja so dieses, ja, wir sollen uns gegenseitig jagen, beziehungsweise einer ist auf der Seite, einer auf der, und die machen Jagd aufeinander, beziehungsweise der eine auf den anderen. Das hat mich irgendwie total daran denken lassen. Es ist natürlich nicht ganz so, weil es sind Jüngere und der eine jagt sie ja nicht wirklich. Also, ja, aber ich musste da trotzdem dran denken. Ich habe gelesen, dass Mary Lou das, oder Mary Lou, das Ganze geschrieben hat nach irgendwas, also sie wollte zu Les Miserables, falls ihr das kennt, das ist ja als Film letztes Jahr rausgekommen, dazu wollte sie sozusagen diesen Konflikt zwischen Valjean und Javert, einem Dieb bzw. einem Verbrecher, der aber gar nicht so böse Absichten hinter hatte, sondern einfach nur durchs Leben kommen wollte, und einem, ja, Gefängniswärter, einem Polizisten, na Polizist ist er natürlich, diesen Konflikt dazwischen den beiden wollte sie mit Kindern einfach darstellen. Und daraus ist dann anscheinend Legend entstanden. Ich finde, wenn man das nicht weiß, dann merkt man das wirklich. Also sie hat jetzt nicht irgendwie total was kopiert oder sowas, sondern ist ganz anders geworden. Das finde ich gut. Was mich sehr überrascht hat da drin, also es wird ja so beschrieben, dass die teilweise Asiaten so sind. Und ich habe mir die gar nicht als Asiaten vorgestellt. Da musste ich mir daran denken, dass wir stellen uns schon immer alle unsere eigenen Kulturen vor. Also immer so europäisch, angelsächsisch, also angloamerikanisch, meine ich. Das andere hat ja was mit Sprachen zu tun. Auf jeden Fall, ja, ich hätte da nie an Asiaten gedacht, wenn es dann später beschrieben wird. Ich meine, Mary Lou ist ja Asiatin, glaube ich, bei dem Nachnamen. Auf jeden Fall, ja, ich hätte da irgendwie viel mehr so an so europäische Typen gedacht. Und ich kann mir das im Nachhinein gerade, weil das finde ich, hätte sie, wenn sie das wollte, früher so deutlicher beschreiben sollen. Wenn man das am Ende vom Buch erst erfährt, dann ist das, finde ich, im Gehirn schon so eingespeichert, dass man irgendwie jetzt an Schauspieler oder an Leute denkt, die man kennt, oder sich selbst irgendwie sowas zusammenspinnt. Und dann kann man sich das doch nicht mehr umdenken, oder? Also ich kann mir die jetzt gar nicht als Asiaten vorstellen, weil ich habe mir die jetzt schon so vorgestellt. Das hätte mich das nicht gestört oder so, aber ich, keine Ahnung, von Haus aus stellt man sich ja immer irgendwie so seinen eigenen Typ vor. Also nicht unbedingt sich selbst, aber halt Leute, mit denen man mehr zu tun hat oder halt die Kultur, in der man lebt, so vom Aussehen her. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Ja, auf jeden Fall zu meiner Meinung, bevor ich jetzt hier stundenlang um Sachen zum Buch rede.
ist eigentlich ziemlich positiv. Also ich finde, Marilu hat es gut geschrieben. Sie hat auch den ganzen Storyaufbau, die Charaktere gut geschrieben. Ich mochte sowohl June als auch Day. Ich dachte zunächst, also so im ersten Kapitel, die man von beiden liest, dass ich June sogar noch ein bisschen lieber mag, aber ich habe schnell meine Meinung geändert und Day ist mein Liebling. Aber das ist bei mir nicht überraschend, dass ich mehr auf den Dieb stehe, als auf den, der beim Regime ist. Ich finde, dass June zum Großteil auch nicht so naiv ist, wie es, also die Gefahr besteht natürlich bei solchen Menschen, also... Und dann kann ich die immer gar nicht leiden. Aber bei June ist es zum Glück gar nicht so. Also sie ist nicht so naiv. Es gibt Stellen, da denke ich mir so, oh, da hätte sie jetzt aber auch mal früher drauf kommen können. Aber ich denke mal, vielleicht bin ich auch einfach ein misstrauischer Mensch bei sowas. Und dann wären dann die meisten nicht drauf gekommen. Und also ich fand es nicht so schlimm, dass ich sagen würde, ich kann sie gar nicht leiden. Es war so an der Grenze eine Zeit lang und dann ist es aber schnell genug wieder umgeschwungen. Und deswegen mag ich die trotzdem noch. Und ich finde das ganze Buch auch eben von der Story super und alles toll. Das Einzige war, dass sie ab und zu mal so ganz kurz so ein bisschen, naja, aber das, was ich diesem Buch und dieser Reihe ankreide, sind die nächsten Teile. Ich habe sie nämlich nicht gelesen, aber bei mir war es so, während ich das gelesen habe, hat mir eine Freundin schon ihren Eindruck von den weiteren Teilen erzählt, weil sie es auch gerade am Lesen war. Und ich kennen sie gut genug, um ungefähr zu denken, was dann wo passiert. Und dann habe ich selber irgendwie was befürchtet an einer gewissen Stelle und dann habe ich ein bisschen was nachgeschaut und dann war es irgendwie schon so halbwegs zu spät. Dann habe ich irgendwie das ganze Ende gelesen, weil ich mir dachte so, nee, ich glaube, ich will nicht, ich finde es nicht gut, wie es weitergeht. Und ihm war dann auch so, der zweite Teil gefällt mir weniger, der dritte Teil gefällt mir quasi gar nicht. Da sind so ein paar Details oder was da gemacht wird, das finde ich einfach nicht gut. Und ich werde auch nicht weiterlesen deswegen. Selbst also wenn ich jetzt nachgeschaut habe, wenn es jetzt gut wäre und mir gefallen würde, würde ich das schon noch machen. Aber so wie es jetzt aussieht, will ich das nicht, weil ich bin halt einfach nicht zufrieden damit, wie es weitergeht. Es könnte natürlich auch noch schlimmer sein, aber ich finde es halt einfach nicht gut und ich habe auch keine Lust, das zu lesen. Es geht mir nicht mal nur um so ein spezifisches Detail, sondern irgendwie habe ich gar keine Lust, das zu lesen. Ich finde, wie gesagt, nur den ersten richtig gut. Und hätte sie den als alleinstehenden Teil, na gut, dann wäre es halt irgendwie unvollständig, weil dann wäre es noch so offen. Aber das hätte ich sogar fast eher sehen wollen, dann glaube ich, dass es so offen bleibt. Dystopien, finde ich, sind halt immer spätestens im dritten Teil schlecht. Panem ist noch das Beste, aber der dritte, der gefällt mir auch nicht so wirklich. Also ich mag dritte Bände von Dystopien nicht. Und ich habe ja ein Video hochgeladen dazu, dass ich Enden nicht so gut fand. Aber da ist halt wirklich so, dass der komplette zweite und komplette dritte nicht mehr so mein Ding sind. Ist halt auch bei vielen Dystopien so, dass der erste halt noch so eine besondere Geschichte hat und die anderen sind halt dann einfach nur dieses Durchschnittsding von Dystopien. Deswegen werde ich da nicht weiterlesen, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, den ersten zu lesen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Weil es ist jetzt nicht so offen, dass man es gar nicht lesen könnte. Und man kann ja immer noch, wenn man da nicht weiterlesen will, das Ende lesen im Internet. Und sonst kann man ja auch alle Teile lesen, weil nur weil es mir nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass es euch nicht super toll gefallen kann. Geschmäcker gehen ja auch immer ganz auseinander. Und genau. Aber den ersten würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil der erste war richtig gut. Ich glaube, ich würde dem im Gesamten so 3,5 oder 4 geben. 4 war es vielleicht sogar. Ja, 4. Und für eine Dystopie sogar 4,5, würde ich sagen, weil ich bin ja nicht so Dystopien-Fan. Also ich finde, außer Demon und Panem habe ich jetzt noch nie so gesagt, ja, die Dystopie, die ist super. Oh, und Selection, aber Selection ist ja nur so halb Dystopie, meiner Meinung nach. Deswegen so, für eine Dystopie super. Wenn ihr Dystopien mögt, dann ist es wahrscheinlich wirklich nochmal eine Spur besser. Ich finde das Bild jetzt hier auch vorne ganz schön. Ich bin aber nicht so der Fan davon, dass es so komplett weiß ist, das Buch. Gibt schönere Cover. Aber immer ein toller Inhalt. Ja, dann hoffe ich, das hat euch irgendwie weitergebracht darin, ob ihr das Buch lesen oder nicht lesen wollt, falls ihr es nicht schon gelesen habt. Falls doch, schreibt mir doch mal eure Meinung dazu. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.